Sollen wir es wagen? Ja, bitte. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen euch recht herzlich zu vielleicht der letzten Folge, wahrscheinlich der letzten Folge von Ratchet und Clank 3. Leute, ich bin richtig aufgeregt. Ja, letztes Mal sind wir hier in der Luft stehen geblieben, als wir befeuert wurden von Raketen und unten Dr. Nefarious persönlich auf uns wartet und jetzt von uns umgebracht wird. Du schon wieder? Für diese Frechheit wirst du büßen, du nervtötender Nager! Sorry, Nefarious, dein Flug wurde gestrichen. Lawrence! 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 Wie kann ich zu Diensten sein? Vernichte ihn! Kleiner Scherz. Sie sind mit meiner Holo-Mailbox verbunden. Hinterlassen Sie Name und Nachricht. Tschüss. Gut. Dann mache ich selbst. Oh oh. Ich hab Angst. Ich hab fucking Angst. Es ist der Endgegner. Kreising? Fangen wir mit dem Kreising an. Schwören wir zu Kreising auf. Nein, als allererste Abendsaktion Alter. Muss ich meine Okay. Freundin dazu bringen. Dann würde ich gerne. Straven ist immer gut. Straven, Straven, Straven. Ich Guck mich dir den gar nicht, was zu Ladebalken sagen, an. Alter. Das ist ja echt hier. Das ist wirklich episch. Das ist wirklich ja. episch. Das ist wirklich das Ende. Holy fucking fuck, shit! Okay, wir haben Alter. Noch 100 HP. Schaffen wir es beim ersten Mal, ohne einmal getroffen zu werden? Ey, das sieht bisher richtig gut aus. Im Sinne von, ich mach das gut oder? Ja, oh, visuell? Bleib bei dem Oh. Schuss lieber in der Mitte und zweimal springen. Ja, aber das. Oh Gott, oh du Scheiße. Okay, da kommt die Energiewelle. Alter, 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 ich stelle mich richtig gut an. Heißt das erstmal, muss erstmal die ganzen Angriffsmuster lernen? Jetzt hier wieder die oh, Schattendoppelgänge. Und du denkst, das wär's hier, ne? Du denkst, jetzt sind wir hier in der Arena und dann kämpfen wir und gleich haben wir ihn. No, no, no. Ebene 1 von 100. Nicht ganz. Und man kann zurück, falls man irgendwie mehr Waffen kaufen will oder so. Möchtest du es versuchen? Ich probiere es, ja. Okay. Es sah jetzt wirklich schon lächerlich einfach aus. Kann Wie ich dabei schießen? Arme? Du darfst dabei schießen. Ja, aber zieht ihm das was ab? Achso, ja, ja klar. Hast du es nicht gesehen? Der Balken bewegt ah, sich. Ah, okay, dauert noch. Das dauert noch. Ah, okay. Ja, es ist ganz gut. Oh, doch nicht so einfach. Ich wollte gerade sagen, ich wünsche mir, dass du schaffst, aber ich wünsche mir das überhaupt nicht. Wenn du mein Spiel durchspielst, mein Let's Play, dann bin ich sauer. Aber ist ja auch irgendwie lustig. So, die Muni kannst du dir immer genau. What? What? Gut, machst du das. Ich, warum zielt der nicht mehr? Weil ich keine Muni mehr habe oder was? Nee, doch, du hast nur die Waffe nicht mehr ausgewählt. Du hast einen Schraubenschlüssel draußen, weil du einmal auf dem Boden hast. Er ist schon wieder. Genau. Nee, du kannst einfach Kreis drücken oder ja, ich drück immer Dreieck oder irgendwas. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, die sind nicht so einfach. Wow. Okay. Machst du das? Nein. Du hast schon ein Fünftel oder so? Gut geschafft. Verdammt. Du bist wieder dran. Sorry, ich bin ein bisschen am Switzen. Kommst du aus Switzerland? Kannst du direkt neu starten. Machst du ehrlich? Das wird ein bisschen ein Joke sein, aber es hat zu lange dafür gedauert. So, hier, ich hole mir gerne Hilfe. Ich bin da nicht so arrogant für. Ich habe auch eben gar nicht auf die Energie geachtet. Habe ich schon irgendwie ein bisschen was abgezogen? Ja, habe ich ja gesagt, irgendwie ein Fünftel oder so bist du jetzt. Bist du gewesen, meine ich. Okay. Ja, und dann. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ob das der erste Energiebalken ist oder. Wahrscheinlich macht er ab der Hälfte dann Phase 2 und so. Ja. Dazu wird es auf jeden Fall noch kommen. Ich weiß gar nicht, was am besten ist. Vielleicht irgendwie sowas. Ja, das war doch die Waffe mit nur einem Schuss. Ja, dann machst du aber gut Damage. Das ist schön. Ja, bei der Mitte bleiben.
Oh nein, vor denen habe ich Schiss. Ja, das ist... Oh, oh. Eigentlich wahrscheinlich nicht zu nervös werden, sondern... Ja, nein, wenn du einmal Rhythmus den... Wenn du einmal den Rhythmus den hast, dann ist das gar nicht so schwer. Jawoll. Warte, wurde ich nicht einmal getroffen oder habe ich mir Leben eingesammelt? Vielleicht das zweite, ne? Oh, das ging fix. Ja, das war's, ne? Ich bin geschlagen. Ciao, mach's gut. Ich habe keine andere Wahl, als mich deiner Gnade auszuliefern. Wirklich? Ich meine, du sagst es, Nefarius. Deine Herrscherjahre sind endgültig. Idiot! Das ist ein mieser Lump, ey. Ja. Assi. Ich lass mich da gar nicht hetzen, Christian. Ich hab's nicht. Aber macht doch nichts, ne? Oder musst du wahrscheinlich verfolgen erstmal. Ich muss ihn verfolgen, ja. Aber ist auch schön gemacht. Ich find's immer wieder. Alter! Wie soll man die denn jetzt machen? Wie soll man die denn jetzt schaffen? Soll ich einfach durchrennen? Mit... Ja, genau, mit Multischeiben. Oh oh. Ich weiß nicht, ob man... Oh, das sind echt viele. Ob man die besiegen muss? Nein, Alter, jetzt schießt er auch noch. Wahrscheinlich, es gibt ja immer bei sowas auch so einen Kniff in der Stage, womit man das... Alter. Ich renne jetzt einfach durch. Das wird das erste Mal, dass ich durchrenne. Alter, der Laserstrahl hört nicht auf. Ich hole mir die Muni noch mit. Alter, ich renne jetzt durch. Genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch hier wird ein verlangt in der Stage hier. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass man alle töten muss. Besiegen. Ja, das ist doch wie bei Dragon Ball, da hat man nie wen getötet, da werden die Leute nur besiegt. Das stimmt. Ob sie dabei sterben müssen, okay. Christian, hör auf, du kannst mich nicht zum Lachen bringen. So. Vorsicht, er bereitet irgendwas vor. Das ist ein Schurke ist. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh, Raketen, das sind die wieder, okay. Das war zu weit, das war zu weit. Aber das war genau richtig. Das war richtig smart. Ha! Den Jump noch. Wenn ich nicht aus dem Menü rausgehe, kann ich nicht stehen. Das ist ein Frame Perfect Jump. Ja, schade. Ja, das muss ich dazu kommen. Ah nein, jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus. Dreckige Dreckskacke, scheiße, Kacke. Da vorne ist Energie. Lass mal gucken, wo wir sind. Verdammte Kacke. Okay. Ja, gut. Okay. Ich bin befestigt. So, easyste Attacke von allen. Easyste, ist das auch verwirrt. Alter, fucking Dreckscheiße. Ach man, das macht ihm nicht mal Schaden, kann das sein? Das ist doch wahrscheinlich, kommt das nicht. Okay, jetzt brauche ich hier Leben. Energie, genau. Sehr gut. Vorsicht, es kommen Missiles. Ja, die sind aber irgendwie gar nicht so schwer. Warum sage ich sowas? Warum sage ich sowas und beschwöre es herauf? Zappalama, Ding Dong, jetzt schießen die anderen noch. Oh Gott. Warum? Ich habe den auch nicht mal bei der Hälfte, ne? Es wird nicht leichter, Christian. Es wird nicht leichter. Wir sollen das einen Sechsjähriger schaffen. Are you kidding me? Ich hab's ja geschafft. Aber da war ich. Ach, Vorsicht. Ja, jetzt Vorsicht. Also jetzt mal nicht, aufpassen, ich kurz. Ich gar nichts zu sagen. Ja, ich verstehe es. Aber man braucht ja auch. Ach, oh, das ist Kacke. Nicht mal bei der Hälfte, weil also ich kann das überhaupt machen. Ich kann das doch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einen Checkpunkt sogar gab. Nein. Nope. Och, nö. Komm. Ja. Ja. Dieser wird nicht gestoppt, Christian. Wenn es anderthalb Stunden dauert, dann dauert es anderthalb Stunden. Das wird das letzte Video, Punkt. Mhm. Egal wie lang. Gibt's halt mal ein 4-Stunden-Special. Das ist perfekt. Da gibt's doch bestimmt irgendeinen Trick, wie man es viel leichter macht. Ja, wenn du zweimal Viereck und einmal Kreis drückst, dann sofort trifft. Weil die hasse ich ja nicht. Ja, was hast du eigentlich ganz gut drauf, Leute? Ja, na, oh, oh. Dann mal noch. Sehr gut.
Du hast keine Muni mehr. Genau. Ich sag ja auch nichts mehr, ne? Aber wir wollen ja sehen, ob du es schaffst oder nicht. Jetzt sogar die Kamera wackelt und so. Ich meine, es ist vielleicht selbstverständlich, aber wenn man bedenkt, dass es so alt ist, ist es irgendwie dafür sehr gut. Glaube ich. Ich hab schon Gedanken gemacht. Coole Idee. Würde ich auch sagen. Also hätte ich vorher nicht gedacht, als ich hier heute angekommen bin. Ja. Nice! Ich bin geschlagen. Ich habe das kannst du gerne wegdrücken. Okay. Ich weiß gar nicht, wie mit Start, Dreieck, irgendwas. So, dann mal. Versuch Muni zu sparen, versuch wirklich nur durchzukommen. Niung! Oh, wie lang kann ich denn nur. Kann ich nicht unendlich lang fliegen? Weiß ich nicht. Also, eigentlich nicht, aber ich glaube. Wenn du die ganze Zeit unaufhörlich tippst, könntest du relativ unendlich. Nee, nein, kannst du nicht. Nimm das noch mit. Sehr, sehr gut. Und jetzt einfach to new beginning. Pass auf die Missiles, ne? Die sind auch machbar. Okay, er macht hier schon den. Ach nein. Ja, ey, das ist aber auch. Ich weiß. Man sieht die halt nicht, die sind außerhalb des Screens oben und landen dann super schnell. Ich wusste nicht, dass das nur eine Gefahr ist, obwohl ich wusste schon, dass er groß ist, aber nicht so groß. Zieh ihn doch an, bitte. Ich bitte dich. So, jetzt Missiles, jetzt kannst du wieder ein bisschen rumrennen und dir Zeug suchen. Hier ist was. Flipp auf. Gott. Jetzt macht er den ein. Gleich. Einfach springen. Vielleicht auch zweifach springen. Einmal mehr als man denkt, einmal mehr. Ja. Darauf achtet ihr für jeden einzelnen Schuss. Sorry, Entschuldigung. Nein, alles gut. Drauf. Also, du musst dich doch nicht rechtfertigen, ich find's so witzig. Im Schnitt. Ich glaube, gleich bei der Hälfte ist. Du willst was keinen übernehmen. Kannst du mit dem Entenschrei versuchen? Gegen meine Entenschreie. Was soll ich jetzt nehmen? Ich bin gerade echt überfragt. Als erstes würde ich deine hier andere Ring. Ja, genau. Die würde ich erstmal nehmen. Damit die dir erstmal generell helfen. So, jetzt, genau. Ja, jetzt würde ich das hier vielleicht immer, wenn der direkt vor dir ist, kannst du die immer benutzen. Aber die hat halt kaum Schussfrequenz, ne? Du hast wieder aus Versehen die Kreisklingen ausgewählt. Oder die Raketen kannst du auch gerne benutzen. Ich hab nur noch einen, leider, deswegen. Ja, dann würde ich den oder vielleicht hier zur Kluftreißer oder wie das heißt. Nicht. Ja. Alter, das ist doch nichts. What? Das ist von mich. Oh, ich hab mich im Kopf getroffen oder so. Am Kopf? Och nee, ey. Das macht ihm Schaden, obwohl man es vielleicht nicht sieht. Weißt du was, jetzt reicht's mir. So, wo ist denn jetzt hier... Das hier kannst du überhaupt nicht mehr benutzen. Wir haben noch sowas wie ein Schild. Wir haben noch... Blitzhydra. Ich weiß nicht, ob das Ding gut ist. Aber ich kann es versuchen. Ui! Macht die Schaden? Ich mach noch mal. Nö, macht gar keinen Schaden. Gar keinen Schaden? Nö, echt null. Scheiße. Vielleicht ein Millimeter, aber ja, das war jetzt nicht. Ja. Wirklich merklich. Die finde ich heftig. Dass sie auch so dunkel ist, ne? Dass man sie irgendwie nicht sieht. Da würde jeder Designer sagen: Ach, was ist das denn? Können wir ja sonst nicht loswerden.
einfach, damit wir andere Muni sparen. Ja, das ist cool, das macht insgesamt aber schon... Sondern am besten einfach in der Mitte bleiben. Ja. Man wird halt schnell so hektisch, wenn da so viele Projektile auf dem Bildschirm sind. Warum explodieren die denn da hinten? Oh, Sichtjump gleich, ne? Ja. Sehr gut. Ich trau mich nicht, diese Dinger zu benutzen, ne? Welche Dinger? Ja, hier die Boots, um nach da hinten zu kommen. Achso. Obwohl, ich kann ja auch hier. Achso, was machst du denn jetzt da für einen Jump? R1 und X. Achso, halt mit dem Stick nach vorne. Ja, okay, jetzt ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen zu spät, um das zu lernen. Ja, jetzt können wir hier. Ihn hier mit voll Energie. Ja, ich glaub schon. Alter, mit seiner fucking Kamehameha! Alter, das ist so episch! Es ist ja auch episch, der Planet wird auseinandergerissen und ich bin dazwischen. Alter, ey, das ist aber auch direkt. Auch echt, komm schon. Mach das extra. Ja, als ob er mir wehtun will. So, jetzt mit voller Energie ankommen. Vorsicht! Ja, die schießen auch alle mit Projektilen. Oh, die Megamans hier. Die Megamans. Die Power Ranger. Alter, noch was? Ich bin gerade hier angekommen, du Assi. Wie dreckig er dabei lacht. Ja. Ach so, mechanisch. Aber halt ihn besser im Auge. Ja, ich... Oh Gott, das war dumm. Okay, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass ich... Ich wette, hier gibt's auch irgendwie eine Stelle, wo du nie getroffen wirst. Quatsch, sowas gibt's nicht. Wo soll ich denn nehmen? Das ist unmöglich. Ah, ich glaube. Ah, nein! Alter, bis du das gemerkt hast, ne? Mhm. Ja, andererseits, die Attacke kommt immer nach der Missile-Attacke, ja, okay. Aber trotzdem, ich find's auch immer so, man kann die so schwer abschätzen. Alter, guck dir den Shit an! Guck dir den Shit an! Nein, 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 ich will doch nur leben. Sehr gut. Nein! Nein! Ist nicht so gut. Wir mussten nur zur Hälfte runterbringen. Ich sag, dann ist Checkpoint, dann geht's in die nächste Stage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so krass schwer ist. So viel Energie, ich glaube. Also, ich habe das auch super schwer in Erinnerung, aber ich dachte. Boah, ja, gleich wie ein 8-jähriges Ich. Ja. Da. Aber ich sehe nicht, wann, wo, ja, was kommt. Ja, ich glaube, ja, vielleicht ein bisschen näher dran, dann wirft er die nicht so weit. Bist du näher ran an den Typen, der die umbringen will? Der wirft er die nicht so weit. Ja, stimmt. Du hast auch noch die Rasierklinge des Todes, ne? Stimmt, die habe ich mir jetzt so lange aufgehoben. Das macht aber auch gut Schaden. Ja, vielleicht hast du ihn. Die Hälfte. Kannst du es nicht dabei belassen? Ja, doch nicht. Ja, ich hätte geschworen, dass da jetzt irgendwas passiert, aber... Ja, da passiert was. Da passiert was. Alter, der hat einen Punkt sich einfach ausgesucht, wo gelasert wird. Okay, jetzt haben wir die Missiles wieder. Es erweitert sein Watch, sein Schutzschatz. Sein Arsenal. Ja. Ah. Nein, ich bin doch gesprungen. Der wirft ja nicht so weit. Nein, ja, die ersten zwei hat er wirklich so normal geworfen wie eben. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das in der Range liegt oder auch. Ja, lass mal drei machen diesmal, ne? Merkst du es nicht, es bringt nichts. Deine Waffen funktionieren nicht mehr. Ist nicht zu hektisch. Er hat echt nicht mehr viel Energie. Ist echt gut dabei. Jetzt macht er wieder den
Laserboy. In die Ecke, ja. Wo Laser wieder abgeht. Ha! Okay, ich muss hier weiter mittig sein, weil. Okay. Ist das nicht komisch? Ja, ich wollte gerade sagen, der macht doch mehr Laser als nur das. Ja, na, ich will weiterlaufen jetzt. Das ist eine neue Strecke. So werde ich nicht, wenn du so weiter. Ich find's cool, dass meine Truppen da trotzdem noch versuchen. Ja. Ich weiß. Oh Gott. Nein, das wird jetzt nicht. Sehr gut. Kommt noch einer. Noch einer. So, jetzt. Ach, von denen habe ich nichts mehr. Oh, mein Blatt! Och nee. Ach, von allen Seiten noch was? Aber genau noch genau so weiter passiert so nichts. Alter Vater. Das ist Lawrence. Ist es wichtig, Sir? Mein Solo kommt doch gleich. Transformation einleiten! Es heißt Bass Odyssee. Jetzt, Lawrence! Ah, wenn's sein muss. Mr. Satan, so gesehen. Was? Oh, das ist ja cool. Um mit dem Hammerschiff. Ey, daran erinnere ich mich null gerade. Musst du den linken Analogstick benutzen? Ja, Ingrid, ey, wirklich, dass du jetzt noch mit ankommst. Oder die L1-Taste, um aufzusteigen. Und ja, ich habe gerade ein Ohr für dich, Ingrid. Ja, jetzt gerade. Jetzt lerne ich. Unmöglichen Augenblick, ey. Ich lese mir das mal durch unten. Ich lese mir das mal durch. Jetzt hab ich mach's wahrscheinlich völlig falsch gerade, oder? Kann aber du machst richtig viel Schaden. Das geht ja runter wie nichts. Ja, aber er ja auch. Das ist jetzt wirklich... gar nichts. Man muss nur nach rechts drücken. Ach, siehst du keine Barriere? Ich dachte... Das kann ja auch mal hoch. Hab ich noch andere Lenkziehraketen oder so? Lenkziehraketen, genau. Ja... Kann sein, dass es klappt. Kann sein, dass es nicht klappt. Ey, ist das dieser Ball, der sich transformiert hat zu einem Ding? Go, 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 go. Weiter. Wir beide. Wir sind beide gestorben. Zählt das? Ich habe noch 13. Die Glückszahl. Oh, welch eine Schande von Machis besiegt. Das haben wir aber irgendwie nicht. Das ist noch eine alte Auflösung. Das überwinde ich nie. Kein Zeitmega vielleicht. Reaktordetonation in 60 Sekunden. Wahrscheinlich keine Ahnung gesagt. Würden Sie bitte einen Zielort angeben, Sir? Ist doch egal. Einfach nur weg von hier. Zeit ist um. Was? Das waren niemals 60 Sekunden. Tschüss. Wir melden uns live von der Premiere des neuesten Holofilms aus der Reihe um Geheimagent Clank. Die Atmosphäre ist bis zum Äußersten gespannt. Und tausende Fans warten ungeduldig darauf, endlich ihre großen Stars zu sehen. Der ist seine eigene... James Bond hier. Der Agent Clank. Er hat seine eigene Filmserie irgendwie. Und das Lustige ist, Dr. Nefarious war ein Riesenfan. Wir sind aber bei ihm eingeworfen, haben gesehen, dass er alle DVDs hat. Und Ratchet spielt den Chauffeur von ihm. Das ist total... Agent Clank! Jetzt haben Sie kein Glück mehr. Es wird langsam Zeit, sich zu verabschieden. Ihre Tricks helfen Ihnen diesmal nicht, Agent Clank. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet und jetzt zerfetze ich sie in Millionen Stücke! Schaffen wir diese Sache! Na, da hat er dem Affen Zucker gegeben.
Denk nicht einmal daran. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, ne? Das sind die Credits? Yeah! Ey, da waren noch die Einflüsse aus den 90ern mit dabei. 2003. Die 2000er waren noch nicht so alt. Created and developed by Insomniac Games. Ja, nice! Das hätte ich geschafft. Und irgendein Zyniker, ich glaube, er hieß Victor, ich bin mir nicht sicher, irgendein Typ meinte, hey, hallo Leute, ich komme aus der Zukunft auf 2038, PlayStation hat den letzten Teil von Ratchet & Clank hochgeladen. Dieses blöde, dieser... Victor, du bist ein Guter, genau mein Büro. Das ist ja berechtigt. Victor in mein Büro. Wir müssen noch reden. Ja, ist ja echt cool, ey. Ich bin froh, dass ich dabei gewesen bin. Das war jetzt echt nochmal spannend, die letzten Minuten, Stunden wollte ich schon sagen, aber es sind ja schon Stunden gewesen. Ja, es waren Stunden. Wir haben, glaube ich, um 7 angefangen, jetzt ist 9:30. Es ist schon 9:30. Und 1,5 Stunden haben wir vergeudet an diesem letzten Level, wo wir mal von nicht der letzten vergeudet. Nein, wir haben, immer so kurz. Wir haben uns Stück für Stück vorgekämpft. Das war halt. Es war genau so, wie es geplant war, wahrscheinlich von den Developern. Krass. Und ich hab's geschafft, wenigstens. Ey, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass du hinterher den Endboss machst. Ey, ich hatte ein bisschen Angst. Aber gut, es war genau so, wie es sein sollte. Was mache ich hier nach, ist die Frage. Was kommt nach Ratchet & Clank 3? Wieder ein Ratchet & Clank, wahrscheinlich. Die meisten werden es sofort hinschreiben. Aber vielleicht wieder mal was anderes. Vielleicht kann man ja eine Mischung machen. Also vielleicht können die Leute in den Kommentaren irgendwelche Vorschläge machen oder vielleicht kannst du auch was zur Wahl stellen. Und ja, ich kann mal... Oder so ein Mix aus beiden. Ich habe früher immer gerne nach einem Projekt wieder so ein Video gemacht, so von wegen, ja, ihr wisst ja, jetzt habe ich dieses Projekt durch. Hier, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, das und das können wir jetzt machen. Such doch mal aus. So. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich Bock hätte auf noch ein Ratchet & Clank. Ich würde es wahrscheinlich machen, wenn es alle wollen, aber... Gerne auch was anderes. Hast du denn das Neue gespielt, wozu es auch den Film gibt? Gespielt ja, aber nicht Let's Play. Oh, okay. Darauf hätte ich eigentlich auch Bock. Aber ja, ich gucke mich mal um. Vielleicht mal was anderes als Ratchet & Clank. Naja, mal gucken. Aber es hat mega Spaß gemacht. Es war ein bisschen von ein paar Pausen zersetzt. Okay, das gebe ich zu. Aber das interessiert ja nicht die Leute, die das in einem durchgucken. Die jetzt alle anfangen werden und das komplett durchgucken. Auch bei Jack und Dexter haben voll viele noch im Nachhinein angefangen und das dann so durchgeguckt. Voll viele haben mich nicht mehr abonniert. Ich habe viel mehr Aufrufe bei den Dingen, als ich Abonnenten habe. Also die gucken das halt einfach straight durch und dann die wissen gar nicht, wer ich bin. Ja, einen kenne ich aber auch. Manchmal guckt man und ist dann nicht direkt immer Abonnent, aber manchmal bleibt man dann hängen und dann... Auf die Abonnenten kommt es mir auch nicht an. Es kommt mir auf die Aufrufe und noch mehr auf die Kommentare an. Weil da merkst du halt auch, okay, da sind Leute, die eine Meinung haben und auch irgendwie was zu sagen haben und man tritt so ein bisschen in Dialog und dann wird das so real, die Zuschauer. Die Zahlen sind irgendwie noch so sehr abstrakt, so. Aber so wenn die Leute schreiben, ist das irgendwie schon cool. Okay, ganz gut. Ohne Interaktion wäre es ja irgendwie dann wahrscheinlich auch. So, und boring. Jetzt nehme ich morgen dann einfach meine Version ohne Christian auf. Nein. Okay. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal, dass ich dabei sein durfte. Ich danke, hoffe, dass du mal dabei warst. Deine Community, nimmt das wohlwollend auf, also ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein Störelement sein, wenn euch das nicht gefallen hat, dann sagt das, aber ich hatte echt Spaß damit und ich hoffe ihr auch. Ja, seid mal nicht so gemein, Leute. Ja, ihr könnt auch gemein sein. Ja, du bist auch ein witziger Dude, das war doch bestimmt ganz in Ordnung und so. Und es gibt ja auch genug Teile ohne Christian. Genau. Soll ja jetzt auch nicht die Regel sein. Genau, aber alles war witzig und wir sind jetzt, denke ich mal, fast am Ende, oder lassen wir ganz die Credits noch durchlaufen? Stimmt, das habe ich immer gemacht, ne? Hör doch auf! Christian, du wächst ganz alte Erinnerungen. Ich habe echt lange kein Projekt mehr durchgemacht, ne? Ja, wer weiß, vielleicht kommt am Schluss jetzt noch irgendeine so Special Endscene und dann steht sie in den Kommentaren. Entschuldigung, vielleicht piepen wir das oder so. Ja, alles gut. Ja, nee, aber kann ja sein, dass da noch irgendwas am Schluss kommt. Ja. Dann heißt es, du hast schon vorher ausgemacht. Ich glaube, da kam nichts mehr. Aber hey, ich wusste auch nicht, dass man nochmal gegen einen Mac kämpft in der Drohne oder was auch immer. Das ist aber ganz komisch, dass echt diese letzte Sequenz, die war irgendwie noch in der alten Auflösung, ne? Die hatten scheinbar keine Zeit mehr oder ich weiß nicht. Oder die Dateien vielleicht irgendwie nicht mehr. Tut weil der war ja auch schon sehr, sehr viel. Aber die hatten halt so aufgefallen. Ja, die hatten ja noch was. Ein Kino, ein Publikum, okay. Wenn man dann sagt, okay, entweder wir geben es jetzt ab oder wir brauchen wirklich nochmal 3 Monate oder whatever. Obwohl, ich kann sowas auch nicht einschätzen. Ich war noch keine Ahnung.
Aber da waren schon wirklich schöne Sachen bei. Hättest du das ganze Let's Play gesehen, da war echt viel, wo du gesagt hast, oh cool, dass sie das damals schon gemacht haben. Clank konnte sich in so einen Mech verwandeln. Ja. Und wir haben dann, Clank war dann zwar nur so doppelt so groß oder dreifach so groß wie Ratchet. Und dann gab es noch irgendwie so einen, keine Ahnung, Godzilla mit einer Knarre oder so, okay. auf der gleichen Höhe ungefähr. Und dann gab es so ein Set, so New York gebaut aus Props, ne, so ungefähr ja. So groß wie Clank dann als Mac. Und da musste man gegen ihn kämpfen und das wurde aufgenommen. Und da war die ganze Zeit ein Director im Hintergrund, ja, das macht ihr gut so und jetzt lass dich mal kurz von ihm treffen und dann dies und das. Und das war eigentlich nur ein Endboss, also du hast einfach nur ganz normal gekämpft, aber es sah halt aus wie das Epischste der Weltgeschichte, wirklich. Gebäude sind eingestürzt, wenn du die gehauen hast und so. So viel wurde eingebaut. Ja, wirklich geil. Schönes Zeug. Dann gab es noch einen bösen Clank, der ausgetauscht wurde und der war dann hinten. Und dann wird man verraten von dem und so. Ja, von dem, was ich gesehen habe, kann ich echt sagen, also an Ideenreichtum mangelst du dem Spiel garantiert. Ja. Da sind echt richtig coole Sachen verbaut. Und das neue, du hast das neue gesehen, das neue Ratchet und Clank, ja. Wie das aussieht allein. Ich würde sagen, es sieht erstmal hammer so wunderschön aus. Und dann halt echt sowas wie diese Pixelkanonen und was es ja. Gibt. So, das ist echt super cool. Ja, ist echt cool. Ja, ja. Steve Ross. Wir möchten uns bei. Oh. Akira Sato. Mark Kearney. Phil Harrison. Shawnee. Okay, das ist mir zu viele. Ich mache nur die ersten. Gollum. Sucker Punch. Oh. Cool. Ist das auch? Ich meine, Sucker Punch ist ein Studio. Also ja, die haben Sly Cooper gemacht genau. Und Infamous. Famous Second Son. Ja, ich glaube, die haben hier so... Aber also, in Famous haben die auch mitgearbeitet in Somnia, meine ich. Insomnia? Ich glaube nicht. Doch, ich hatte ja eben noch geguckt, aber also dieser neue, den es auch für Xbox ja. One gibt, ich meine, da haben die... Nee, vielleicht meine ich einen anderen. Wie heißt das denn nochmal? Nee, es war nicht in Famous, sorry, aber... Okay. Was ich sagen wollte... Warum können wir uns auf keinen Planeten teleportieren? Wir sind leider außer Reichweite, Sir. Wenn Sie vielleicht ein Flugziel angegeben hätten... Wann sind wir wieder in Reichweite? Ach, das dürfte nicht länger als 5 bis 10.000 Jahre dauern. Ah, ich glaube das nicht! Und jetzt? Sie können nicht zufällig Schlagzeug spielen. Gut, 5 bis 10.000 Jahre. Ungefähr der gleiche Zeitraum, in dem das neue Let's Play von Crazy erscheint. Zum Sieg über Dr. Nefarious. Ratchet. Jetzt kannst du mit. Okay, an die Stelle zurückkehren. Naja, kurz vor dem Sieg. Okay. Wir können jetzt halt diesen New Game Plus Modus machen. Und da gibt's halt so eine geile Rüstung, die einfach nur geil aussieht und super stark ist. Und ich glaube, 1 Million kostet sogar und so. Also es gibt wirklich auch einige Inhalte, die jetzt erst aktiv werden und stärker werden und die Waffen leveln nochmal auf und haben dann nochmal andere Fähigkeiten und so. Also es ist wirklich cool. Cooles Game. Cool. Ich wollte noch irgendwas loswerden. Genau, Jack und Dexter. Ratchet und Clank und Sly Cooper sind so parallel laufende Sachen auf der PlayStation gewesen und die waren halt so ähnlich vom Gameplay her. Naja, beziehungsweise ähnlich vom Anspruch her, würde ich eher sagen. Das waren halt alles so Jump'n'Runs. Mhm. Und die waren halt immer so self-aware. Und die wussten halt, dass es die anderen Franchises auch gab. So, das ist zum Beispiel bei Jack und Dexter. Gab's immer so Zielstände, wo du üben konntest ja. Und dir Waffen freischalten konntest. Und da waren es dann halt immer so Roboter, die halt auch in Jack und Dexter sind. Aber da gab's auch so eine Version, die konntest du die freischalten mit Ratchet und Clank Charakteren. Ah, und hast du Ratchet ja. und Clank zerschossen und mal Clank. Ich meine Ratchet und Clank zerschossen und mal irgendwie einen Tyrannoiden oder so. Und solche Kleinigkeiten waren dann immer so verbaut. Und hier war, glaube ich, auch bestimmt irgendwas von Sly Cooper. Und deswegen galt dieser Dank, glaube ich, auch Sucker Punch am Ende. Ich glaube, dass sie da kurz ein bisschen so ein Easter Egg eingebaut haben oder so. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Okay, wir sind wieder bei unseren berühmten 30er-Minuten. Ja, aber doch perfekt gepasst von der Zeit her. Ja. Okay. Alles klar, jetzt aber wirklich. Dann bis zur nächsten Folge von irgendwas. Ich danke fürs Zuschauen. Bye-bye. We're unskilled skaters, could figure 8 twice. That's 16, uncut, direct from the comb. Head on a soul, the result, death by the bow. In the votes, it spoke about the average lost position that was seen by a king in a prophetic vision, like a plane crash from a bomb blast.
special broadcast. Flight time with Comcast. The IRS calling me, getting on my nerve. I was warned by Red Fox. My girl, have you seen my diamond rings in the jewelry box? I don't know, last night you and Shaka Khan was in here sniffing blow. I was in the room sweating, thinking about the rent, playing bingo. The landlord said the first thing month, we gotta go. Packed up my bag and met Dallas Strawberry in the mall. I told James Brown, stop smoking the interest in the pistol. He wanted to go up to the Olive Garden and start a restaurant brawl. Came with more rhymes than molecules of air. Came with more rhymes than molecules of air. Came with more rhymes than molecules of air.